So, hier wären wir wieder. Ich wollte immer noch meine Farm automatisieren, wie ihr es hier in der letzten Folge vielleicht mitbekommen habt. Bevor die Farm dann schließlich explodiert ist. So. Die nehme ich auch noch mit. Hier kommen zwei Electrican-Dinger hin. Die muss ich ja irgendwann mal umbauen. Hier wird erstmal zugemacht. Ah, die hängt sowieso falsch. Unsichtbar und falsch, das ist das Beste. Jetzt hängt sie wenigstens richtig. Auch wenn sie unsichtbar ist. Wir laden den Bohrer nochmal schnell auf. Und mit so einem Filler werde ich mal schauen, ob wir unten das Grundstück wieder voll machen können. Dann können wir uns da nämlich auf Dauer noch einen tieferen Keller bauen, ich sag's mal so. Ja. So. Jetzt sollte hier auf jeden Fall Low Voltage ankommen. Und nichts Höheres mehr. Ja, die Schneise müssen wir auch nochmal wieder zumachen mit ein paar Salz. Ah. Ich nehme hier gerade das ganze Haus auseinander. So, lass mal kurz schauen. Was muss ich denn jetzt hier wieder ergänzen? Ich glaube, hier kamen die Tier hin, ne? So, dann. Kabel hier von oben. Hier eine Holz. Die von hier betrieben wurde. Und das war's dann. Jetzt fehlt hier nur noch der Ofen, ne? Und natürlich das Sortierungssystem. Aus Weiß die Kartoffeln, aus Grün die Karotten und sonst soll nirgendwo anders irgendwas rauskommen. So. Den Ofen haben wir jetzt natürlich gar nicht mehr. Das heißt, den dürfen wir uns komplett nochmal neu machen. So, Eisen, Redstone und den. So, damit hätten wir den elektrischen Ofen. Im Netherportal habe ich ihn noch, wo ich da hochkomme. Egal, jetzt laufe ich hier hoch. So. Upsa. Wird er bepowert? Ja. Können wir mal das Basalt einfach mal reinstecken. So, dann findet sich nur noch die Kisten. Und die Lücken muss ich wieder stopfen natürlich hier, die Lücke. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, uns ist letztens, also in der letzten Folge, das Ding ja hochgegangen, weil wir es hier angeschlossen haben. Darum ist ja hier auch diese Lücke, ja, die hier gerade das Kabel verlegt gehabt. Das Problem allerdings an diesem Anschluss hier ist, dass das gleichzeitig mit den hier verbunden ist. Und diese High Voltage Solar Array gibt natürlich auch High Voltage aus. Und der Ofen erträgt kein High Voltage. Also verträgt kein High Voltage, weshalb es Boom gemacht hat und die ganzen Sachen hier auch. Wow. Don't spit it out, bitches. Ich meine, natürlich ist klar, du hast ja hier schon die Wooden Pipe liegen. Ich mach die mal kurz weg. Damit das halt nicht quer über die ganze Map spuckt. So. Darum hat es Boom gemacht. Jetzt haben wir das Kabel durch den Keller verlegt. Am Keller ist ja ein LV-Transformer und MV-Transformer noch. Die dieses High Voltage natürlich runterdrosseln. Darum gab es da jetzt keine Probleme. So. Dann fange ich doch gleich schon mal an, das hier so ein bisschen zu stopfen. So.
Kurz was essen. Tja. So ist das Leben, da explodieren halt auch mal Gerätschaften. Sollte man natürlich verhindern, vor allem in Real Life, aber... So. Jetzt sind die fertig. Das heißt, der kann hier wieder dran. Es wird jetzt also wieder gepumpt. Das ist uns aber gerade relativ, denn wir müssen hier auf jeden Fall noch eine Erdschicht drüber hauen. Eigentlich glaube ich sogar am besten noch zwei, fällt mir gerade ein, oder? Weil wegen Wasser und so. Na, mal schauen, vielleicht kann ich mir da noch was einfallen lassen. Upsala. So. Ja, das wird recht groß, diese Farm. Aber ich will halt auch die Kartoffeln im Endeffekt schon gebacken wiederbekommen. Weil die Rohren bringen mir ja nur was, wenn ich sie anpflanzen will. Und das geschieht ja hier im Endeffekt schon gleich. Da müsste ich also nicht mehr so viel für machen. So, hier noch. Hopp. So. Diesen Erdklumpen auf dem Dach, ey. Das momentane Dach, das soll ja eigentlich noch größer werden. Auch wenn ich mir noch unschlüssig bin. So, wie ich das genau haben will, muss ich zugeben. Ups. So, mal kurz. War so, jetzt joined the game. Has left the game. Sehr schön. Erst mal drin und direkt wieder verlassen. Ja, Vaso wird das erste Mal spielen. So. Euch beiden abbauen. Oh, jetzt hätte ich fast die Kiste vergessen. What the fuck? Viel zu viel. So. Kiste. Jetzt hatte die Goldkiste nicht aufgenommen, oder was? Moment mal kurz, hier pumpt er nur rein, ne? Dann lege ich mal kurz den ganzen Schmand hier ab, den ich nicht brauche. So. Wie gesagt, da pumpt er nur rein, da pumpt er nicht ab. Da kann ich also alles reinlegen. Ja, jetzt habe ich die Goldkiste. So. Die Goldkiste hier hin. Und dann natürlich die beiden Golems auf die Kiste drauf. So. Gut. Das könnte ich... So war das nicht gedacht. Aber egal, das plops unten gleich einfach nur wieder raus. Das Problem ist, vorne rum geht's nicht, ne? Geht das denn auch ohne Wasser? Ich meine ja. Wie gesagt, hier ploppt's. Alter. Du sollst hier nicht runterlaufen. Ups, Entschuldigung. So. Ich glaube, ich stelle doch erstmal die Chests dahin, bevor diese scheiß Viecher da jedes Mal runterlaufen und versuchen, die Dinge aufzuheben. So. Wie viel brauche ich? Vier, ne? Ich glaube, vier Stück brauche ich. Denn meines Erachtens nach auch nie nebeneinander, sprich, ich dürfte das eigentlich so machen können. So. 2, 3, 4. Die kann ich auf Dauer ja immer noch upgraden, das ist ja nicht das Problem. So. Du wieder da drauf. Anpflanzen möchte ich dann jetzt.
Und noch ein bisschen mehr Scheiße müsste ich da auch noch regeln. Die sollen dann natürlich nicht runterfallen. So, ne, Ho habe ich nicht mehr, oder? Ich glaube nicht. Ich mache mir einfach eine neue. Don't care. So, weg damit. Mach mir ein Eisen. So. Ich hatte doch noch, oder? Habe ich die mittlerweile alle verbrannt? Ne, 64 Stück habe ich noch. Ich kann die erstmal platzieren. So, und zwar will ich nicht, dass meine Viecher die ganze Zeit runterfallen. So. Ich hoffe, die reichen. Ich will dieses Gelände nämlich jetzt auch noch einmal komplett umzäunen. Es ist nur eine recht kleine Farm, aber ich brauche ja auch keine große an sich. So. Ich hoffe auch, dass es wirklich wächst ohne Wasser. Na super. Na, bleib da. Ja, der will halt arbeiten. Das nenne ich mal Mitarbeiter, ey. Der will arbeiten. Also richtig. Sogar so sehr, dass er seinen Chef schon, ich sag mal, negativ beeinflussen will damit. So, dann noch ein. Das soll natürlich nicht aus der Erde bleiben. Das wird nämlich nochmal komplett ummantelt mit einem anderen Block auf Dauer. Du wolltest da gerade schon wieder hingehen, kann das? So. Einmal hier komplett umflügen den Mist. Oh, überhaupt nicht lästig dieses Umflügen. So. Ah, das ist, glaube ich, das Problem, wenn die kein Wasser haben, oder? Ich glaube, genau das ist es. Okay, dann muss ich hier doch erst noch Wasser irgendwie hinkriegen. Ja gut, dann mache ich das so, wie ich vorhatte, weil das dürfte die Rohre ja so nicht beeinflussen. Ja, hallo. So. Würdest du mal bitte da aus diesem scheiß Loch rauskommen? So. Lass es. Bleib hier. Geh mal ein Stück weiter nach da. Ich hätte sie noch nicht platzieren sollen, diese scheiß Viecher. Halt bloß nicht wieder dort ins Loch rein. So. Ich hole mal kurz ein bisschen Wasser. Dann mal gucken, wie es dann wird. Man kann sein Inventar ist noch. Alter. Mit dem Mist zugemüllt. So, mal kurz nochmal entleeren. Wie spät ist es denn mittlerweile? Also, wie lange nehme ich auf? 14 Minuten? Okay. Ja, ich weiß, ich habe noch was drin. Egal. Habe ich hier nicht immer einen Wassereimer? Das ist ein Öleimer, hier ist ein Wassereimer. Brauche ich am besten aber noch einen. Da. Kann ich da oben Infinity-Quellen machen und kann da sowieso immer Wasser abziehen. So, dann wird dann da unten nochmal komplett abgerissen auf Dauer.
Bin jetzt mal gespannt. Was zur Hölle? Was wirft er denn da wieder rein? Erde. Woher auch immer er die ganze Zeit die Erde holt. Also das poppt wahrscheinlich da immer wieder raus, weil er da unten ja keine Erde annimmt. Meine Güte. Alter! Geh mir nicht auf die Nerven mit deiner Erde. So, mal gucken, ob. Da, ich glaube, da kommt noch kein Wasser an, oder? Der weiß, wie man mich nervt. Aber ich glaube, in den Ecken kommt kein Wasser an. Aber es wandelt sich wenigstens nicht zurück, also schon mal etwas. So. Ich komme gleich wieder. Ich brauche nämlich noch etwas. Bevor ich dann soweit bin. So. Der geht mir so auf den Sack da oben mit deinem Adblock, ne? Ja, die Sache ist, ich muss das sowieso hier platzieren. Na, Bind. So. Das heißt, ich muss jetzt sowieso hier nochmal die ganzen Dinger kaputt machen. So. Ja, das ist das letzte Mitglied, was bis jetzt noch nichts gemacht hat. Also ist das jetzt im Endeffekt seine Premiere-Folge, seine erste Folge auf seinem Kanal. Während ich hier oben meine Farm. Boah, Alter, lass es gut sein! Habe ich es jetzt oder ist es wieder weggegangen? Ich warte jetzt noch ein bisschen. Warte. Oh Gott, Bau der Baumeister. Dürfte hier hinten sein. Warte. Falsche Seite. So, das dürfte irgendwo hier hinter sein. So. So, hat er dann dein GS schon mal? Habe ich mich nämlich wieder verziehen. Aber bevor er jetzt Ewigkeiten sucht, weil er ist ja in die falsche Richtung gerannt, wie ihr gerade gesehen habt, zeige ich Ihnen das mal kurz. Ich weiß nämlich so im Endeffekt nur Napster und Norwich verwechsel ich ständig, warum auch immer. So, jetzt kann ich auch hier drauf landen ohne Probleme. So, wir haben doch jetzt im Endeffekt 4 Rohstoffe, oder? Warte mal kurz. So. Das mache ich mal voll mit Kartoffeln. Ja, die Ecke. Ich glaube, die Ecken, die wären nichts. Die wären nichts. Ich kann es ja mal versuchen, aber ich glaube nicht, dass das was wird. Ich glaube, die sind zu weit weg vom Wasser. Dann bauen wir da noch irgendwas anderes hin oder so, Fackeln oder so, was weiß ich, das werden wir sehen.
Das brauchen wir natürlich von Flaxseeds brauchen wir noch einmal, Karotten brauchen wir noch einmal und die normalen Samen, die hier sind, brauchen wir natürlich auch noch mal. So. Hopsala. Ich hoffe, ich habe das Sortiersystem echt richtig eingestellt. Ich habe gerade das Gefühl, ich habe die Weizen vergessen. Kann das? Das wäre kacke. So, egal. Machen wir hier mal die Karotten hin. Also ist gerade erstmal egal. Ich mache jetzt hier erstmal das Anpflücken. Das Anpflanzen schon mal fertig. So, dann die Flaxseeds kommen hier hin. So. Hopsala. Die normalen Samen kommen hier hin. Die haben sogar wieder Sound beim Anpflanzen. Also I've left the game. Kaum sein Grundstück gefunden, ist er schon wieder weg. So. Muss ich mal gucken, dann mache ich immer da noch hin. Hier den hin. Hier den hin. Hier den hin. Denn hier ist im Endeffekt nochmal das gleiche. Flachs. Normal. Kartoffel. Und Karotte. So. Damit würde das nämlich schon mal stehen. Da braucht ihr mich auch gar nicht so blöd angucken. Das ist jetzt euer neues Zuhause hier. Hier werdet ihr jetzt demnächst farmen. Ist immerhin auch ordentlicher. Also, psst, meckert nicht. So, ich muss jetzt trotzdem da nochmal rein und aufpassen, dass ich kein Wasser anbohre. Jetzt wollen die Golems hier runter, oder? Warte mal. Ja, der will jetzt hier echt runter. So, die Sache ist... Genau das wollte ich nicht. Was habe ich denn da jetzt gerade aufgesammelt? Da. Genau, Weizen pumpt der nämlich noch nirgendwo lang. Das dachte ich mir nämlich schon, weil Weizen ist ja auch noch ein Produkt, das damit rauskommt. Das dachte ich mir nämlich schon fast, dass ich die Weizen vergessen habe. So. Wo pumpst du denn mal die Weizen? Komm mal dahin, wo die Sphinx hinkommen. Nach grün. Ach Gott, das ist wieder so ein Erdblock, mit dem die rumspielen. Grün ist ja direkt einfach nur, ne? Das brauche ich ja, glaube ich, nichts weiteres machen. Also kann ich ja hier, grob gesagt, wieder zubauen. So. Hör doch bitte auf mit diesem scheiß Erdblock. Kommt. Gebt ihn mir. Der kann da nirgendwo lang. Aber ich glaube, ich hab ihn. Er freut euch über euer neues Zuhause, ihr Mistviecher. Ernsthaft, er freut euch. Es ist immerhin schöner als das alte. Finde ich zumindest. Muss zwar noch ein bisschen ausgekleidet werden und so, aber es ist meines Erachtens nach besser. So, vor allem sortierter und so, das heißt Karotten, Kartoffeln, Flaxseeds und so weiter und so fort. So, jetzt baue ich das hier unten nochmal ab. Jetzt machen die das nämlich nicht mehr für mich. So. Einmal überall drüber gehen. Dann wird das auch was. So. Zwei Eimer. Einmal, zweimal. Und dann den Rest mit Erde. So. Tuck, 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 tuck. Verkammelt das auf. Ja, klar, hier ist kein Wasser mehr. Dürfte also auch von selbst wieder austrocknen. Ich sag's mal so. So.
So würde ich dann nämlich automatisch auch immer schön gebratene Kartoffeln und ähnliches bekommen. Das gefällt mir natürlich um einiges besser als normal. So. Die dürfen ja an sich so arbeiten. Und ich werde jetzt erstmal, glaube ich, die Truhen hier enträumen und woanders hinräumen. Nein, die nicht. So. Und zwar kommt ihr jetzt erstmal in meine Magier-Ecke hin. In die Truhen. Obwohl, ich kann ja sogar solche Wolle machen, dann spare ich nämlich noch ein bisschen Platz. Die Magier-Ecke wird nicht reichen. Dann kommt der hier hin. Die sind sowieso falsch. So. Und zwar kann man euch aus euch auch Essen machen. Aus den Flachs nicht. Muss ich nochmal gucken, was ich daraus mache. So, ich nehme mal kurz alles Essbares mit. Ich glaube, ich habe genug Platz für alles jetzt. Nicht ganz, okay. So, hier kommt wieder das Essbare hin. Also das, was man essen könnte. Hier kommt der Müll hin. So. Ich habe noch Weizen im Inventory. Ich glaube, ein bisschen Flaxseeds waren da noch drin. Da. Genau, und ihr gehört da genauso bin ich rein. So. Dann hätten wir das nämlich im Endeffekt auch schon wieder schön fertig gemacht hier und sortiert. Ist mir gerade egal. Flaxseeds habe ich nur noch dabei. Komm hier hin. Okay. Ja, dann müssen wir dann nur noch eine kleine Ummantelung machen. Und dann geht das auch, finde ich. Die Truhen können wir noch upgraden, wenn die mal voll werden sollten. Gut, jetzt bräuchten wir hier oben eigentlich gar keine Goldtruhe, da hätte auch eine normale gereicht. Naja, egal. Egal, egal, egal. So. Was widmen wir uns als nächstes? Wir haben keine Ahnung, wir könnten den Filler machen. Da muss ich mich aber nochmal ein bisschen erkundigen, wie der genau funktioniert. Wenn ich hier drauf will, kann ich hier drauf landen, dann kann ich hier auch laufen. Ja, da guckst du, ne? Guckst du mich nicht an? Oh. Aber du, oder? Auch nicht immer. Guck, das fällt da hin. Oh. Krass beim Wachsen zuschauen, wie interessant, ne? Ah, es guckt er mich an. Jetzt guckt er wieder das Krass beim Wachsen zu. Gerade ist interessanter als ich. An der Pumpkraft hat das nicht sonderlich viel geholfen, muss ich zugeben. Also dieses Umsetzen dieser Blöcke. Das Umsetzen dieser Blöcke. So. Tja. Wie gesagt, das wäre dann hier halt nur noch hier von wegen, es muss wieder normale Erde werden. Geh kaputt. Ich weiß nicht, ob die auch noch Wasser vom Wasserturm auskriegen. Sieht mich gerade ganz danach aus. Geh doch einfach kaputt, du dumme Kacke hier. Ich will, dass du wieder normal bist. Ohne jetzt wirklich alles abbauen zu müssen oder ähnliches. So. Weiter drauf rumhüpfen. Geht kaputt.
Na? So. Auch noch kaputt machen. Das auch noch kaputt machen, besser gesagt. So. Kaputt. So, alle von euch. Ja, ich mache jetzt hier noch alle kaputt. So, jetzt kann er so langsam auch wieder Gras drüber wachsen, meines Erachtens nach. Die Zäune habe ich anscheinend schon weggelegt, sonst hätte ich es hier jetzt zumachen können. Habe ich den hier noch irgendwo greifbar? Also weiß ich jetzt noch, wo ich sie hingelegt habe? Ja, hier. So, oh, ich sehe gerade. Die Eimer muss ich auch wieder zurückbringen. So. Wir sollen natürlich noch einen Zaun hin, den ich öffnen kann später. Aber jetzt habe ich die erstmal so abgegrenzt. Das ist auch schon mal in Ordnung, finde ich. Den hatte ich auch noch eine Idee, die später mal umzustellen. Und zwar hier hinzustellen. Ich kann es euch ja mal kurz zeigen. Weil hier fliegen ja die ganze Zeit die Honigwaben und so durch. So, mal kurz. Dann stellen wir hier nämlich den Sandblock hin und da drauf die Kakteen. Dann können wir hier nämlich wieder zumachen. So. Ja, es fehlt mir natürlich ein Zaun. Und später irgendwann. So. Ich hoffe mal, dass er da hochwachsen kann. Okay. Dann platzieren wir hier diese roten Blumen am besten nochmal, weil ich weiß nicht, ob die vielleicht auch noch brauchen. Das haben wir sie auf jeden Fall wieder. Der Zaun ist hier halt wieder fast vollständig zu. Hier ist halt noch so eine kleine Lücke, die wir noch stopfen müssen. Irgendwann später. Und ich würde sagen, ich danke euch fürs Zusehen dieses Partes. Ja, fürs Anschauen dieses Partes natürlich. Wir gehen jetzt nochmal schnell schlafen, damit da unten die Produktion auch in aller Seenruhe weiterläuft. Wir loggen uns dann auch gleich hier unten aus. Würde ich schon mal behaupten. So. So. Wie gesagt, hier können noch zwei Geräte hin. Dann muss ich mal schauen, was Worldcraft das bietet. Ob man da irgendwas Sinnvolles noch machen könnte. Jetzt lädt der sich auf jeden Fall wieder. Der erste Kiste haben wir schon wieder einen halben Stack. Tja. Was mache ich nur? Was mache ich nur? Muss ich da echt noch eine Reihe dran bauen? Muss ich da echt noch eine Reihe dran bauen? Es sieht ganz danach aus. Es sieht ganz danach aus, als würde ich da wohl oder übel noch eine Reihe dran bauen müssen. Und dann nochmal Overclocking-Updates reinknüppeln. Damit das hier halt schneller läuft. Electrolyzer. Die muss ich auch noch austauschen zu Marble. So. Soll einigermaßen schön hier in irgendeiner Hinsicht aussehen, ne? Zack. So. Naja, aber ich würde mal sagen, danke fürs Zuschauen. Mein Gott, ich kann es immer noch nicht aussprechen. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen und tschüss, bis zum nächsten Mal.